Und auch schon wieder zurück bei Alien Isolation. Leise! Ja, bin ich doch. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir schaffen es, das verspreche ich. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Wo stellen wir den Generator? Das ist doch der Generator bestimmt. Hier. Ist abgestellt. Stell den Schacht, geil. Selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Ja, guckt alle nach. Alles klar? Wer ist da? Kommen Sie raus, dann tun wir Ihnen nichts. Scheint nicht kaputt zu sein. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Wenn der Generator durchgebracht wäre, wäre hier raus. Er funktioniert. Seid ihr besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Ich hab's gerade gedacht, dass einer von denen ist. Speicherstationen hier gibt. Willst du hier nicht rein? Ja, wofür ist das hier? So. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Na, ist wohl Pech gehabt. Terminal. Sevastolink. Was haben wir? Ein Auge zudrücken. Es habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer etwas verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seiner Truppe gesagt, sie sollen 5 Grade sein lassen. Die sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Bailey. So, und dann 2-Mann-Regel. Nielsen, Leonard, Sie beide haben die erste Schicht an der Tür. Also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keine Einbrecher. Nur weil sie die Anweisung nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach der 2-Mann-Regel. Will heißen, man muss das Tor von 2 verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Das ist also die sicherste Art dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweils anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Das gilt nur für uns und sonst niemanden. Egal, wie sehr jemand bettelt und was für eine herzzerreißende Geschichte er erzählt. Meine vorherige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als einziger übrig. Vertrauen Sie niemandem. Joe.
Inventar. Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt werden. Müsli, Zahnpasta, Zigaretten. Notiz, Munition neigt sich dem Ende. So konnte sich ein paar Medikamente schnappen. Alle an dieselbe Person adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Mhm. Also auf jeden Fall alles hier nur Gauner und Diebe und jeder versucht zu überleben, wie es geht. Du darfst ruhig weiterlaufen. Schon wieder herstellen. Erst aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Zweimal fertig. Betätigen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Axel, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Oh. Oh. Arschloch, komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt! Was? Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt! Hey, ihr Sackgesichter! Wow. Schnell! Er schießt sie! Scheiße! Ich glaube, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Lauf! Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Hoch, verstecken. Frage, was ist das hier? Auf Neuvergabelung zugreifen?
Neuverkabelung. Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme auszuschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Maus zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite, auf der die Positionen von örtlichen Systemen angezeigt werden. Begeben Sie sich in neue Bereiche, starten Sie Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevastopols System, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen. Was? Was? Raum wechseln. System wählen, Tasten. Man kann also ein- und ausmachen. Instabiles System, Lautsprechersystem. Instabiles System. Stromreserven. Das ist aktiv. Netzwerkkapazität. Man kann nur eins aktivieren. Okay. Und dann wieder zurück. Da hinten die Türen waren zu, also geht's ja hier nur hoch. Sicherheitszugangsgenerator will anscheinend einen Code haben oder sowas. Eine Kamera. Ja, ist das gut, ist das schlecht? Sehr verwirrt, ey. Das ist halt der Transit, mit dem wir gekommen sind. Nee, Moment, hier liegt keine Leiche. Dann waren wir hier oben noch nicht. Zugangscode benötigt. Plasmaschneider benötigt. Geil, dass sie das schon alles vorher weiß, immer. Was sie brauchen, was nicht. Grüne Tür. Keine Tür. Waffen sind erlaubt. Keine Waffen erlaubt. Piept doch nicht bei uns. Tür verschlossen. Irgendwas gehört. Einfach schnell mal rein hier, ey. Person denn jetzt hin?
ist die Person denn jetzt hin, ey? Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Eine neue Datenzelle finden, ja. Ich weiß, wo eine ist. Vielleicht wollte sie wie wir einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay, wir werden sie finden und töten. Hier lang! Scheiße. Sie war unten! Scheiße. Siehst du was? Ich bin auf der anderen Seite vielleicht hochgelaufen. Kann ich das immer noch machen? Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Glaubst du, wir sind hier sicher? Fühlt sich nicht so an. Du bist immer noch da. Moment. Ich glaube, ich habe was gehört. War nichts. Alles in Ordnung. Oh Gott. Jetzt auf jeden Fall. Woher soll man da wissen? Schaut überall! Die weg sind. Karte sagt, ey. Puh. Gar nichts. Datenzelle finden. Datenzelle finden, um das Ding da zu reparieren. Ja, vielleicht in dem Stockwerk da drüber. Wie kommen wir an den vorbei? Boah. Ja, hi, ne? Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Tür ist auf. Ah, cool. Kann man sich hier
Leute also weghalten mit. Da rechts ist doch einer. Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Willst du denn an denen jetzt vorbeikommen? Hast du das gehört? Nein! Gefährliche Situation vermeiden, ja. Und wie mache ich ein Ablenkungsmanöver da? Und das ist leicht. Und das ist leicht, ey. Haltestelle für Sixen Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Das Lautsprechersystem ist aktiv. Ja. Okay. Schon mal wieder alles gemacht habe. Ach, hier ist eine Karte. Sieht man ein bisschen mehr dann? Nicht unbedingt, ne? Frag mich, wofür die... mach mal den Plasmaschneider. Schön nach unten. Siehst du was? Hm.
überlebt, dieser Ort gewesen sein muss. Gerät unzureichend. Das ist aber was, ne? Die Pistole. Guckt die sich hier oben um, ey, ich glaub's nicht. Schalten können irgendwie mit dem Schraubenschlüssel einen über den Kopf geben. Okay, die geht zurück. Ja gut, dann wechseln wir einfach nochmal die Seite. Ich weiß nicht, dass du mich da allein gelassen hast. Ist wohl wieder runtergelaufen. Und nun? Was? Okay, das geht tatsächlich. Also die Waffe denn nicht nehmen? Ich glaube, sie ist nach unten. Na los! Ich gehe da nicht runter, kommt nicht in Frage. Sie hat deinen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. Nicht, dass sie jetzt noch auf mich schießen von da oben. Ein bisschen wehren. Geringe Energie. Schlüssel gerade benötigt. Wahnsinn, wie groß die Station ist, ey, wo man sich überall bewegen kann. Oh. Ich würde mal sagen, nach dem Abschnitt machen wir eine kurze Pause. Und sehen uns gleich wieder. Bis gleich.